Liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Infovideo zur Switch. Und zwar hat die Switch ein Update bekommen. Die ist jetzt auf der Version 11.00 und das hat ein paar kleinere Updates gebracht. Zum Beispiel werden jetzt Dateien, die in der Cloud gespeichert wurden, automatisch heruntergeladen und man kann jetzt Downloads priorisieren. Wow! Aber die nützlichste Änderung in diesem 11.0er Update ist tatsächlich, dass man bei Nintendo jetzt Screenshots auf sein Smartphone runterladen kann. Wie cool ist das denn? Das Problem hattet ihr doch sicherlich auch schon, oder? Dass ihr ein paar coole Screenshots hattet und die dann mit euren Freunden teilen wolltet, aber die einzige Möglichkeit war es, diese Screenshots bei Twitter hochzuladen, wodurch dann die Bildqualität heruntergesenkt worden ist, weil Twitter einfach doof ist und man dann halt von Twitter das Foto herunterladen konnte. Aber die Zeit ist nun vorbei, Leute, denn man kann jetzt tatsächlich einfach die Bilder, die man auf der Switch macht, an sein Smartphone übertragen. Dazu müsst ihr einfach in euren Bilderordner reingehen. Hier wählt ihr dann ein Bild aus. Geht auf Posten, aber statt auf Twitter zu posten, wählt ihr hier an Smartgerät senden aus. Und im nächsten Schritt könnt ihr dann bis zu 10 Bilder auswählen, einfach die hübschesten, die ihr so habt. Und jetzt kommt euer Smartphone ins Spiel. Eure Switch wird euch jetzt nämlich einen QR-Code anzeigen und den müsst ihr mit eurem Smartphone abscannen. Die meisten Smartphones haben schon so einen QR-Reader in der Kamera-App integriert. Wenn euer Smartphone das allerdings nicht kann, dann guckt einfach mal im App-Store nach. Da gibt es ja zig von QR-Code-Readern. Einfach da irgendeine App runterladen und dann sollte das auch funktionieren. Sobald ihr dann diesen QR-Code abscannt, solltet ihr eine Meldung bekommen, dass euer Smartphone sich mit einem neuen Netzwerk verbinden will, dann klickt ihr einfach drauf, wartet, bis ihr verbunden seid. Das kann ab und zu ein bisschen dauern. Und wenn es nicht funktionieren sollte, dann drückt einfach mal die Plus-Taste auf euren Controller. Da stehen ein paar Tipps dazu, was man dann machen kann. Ansonsten, wenn euer Handy dann erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden ist, dann kriegt ihr noch einen zweiten QR-Code angezeigt. Den müsst ihr auch nochmal einscannen. Aber hinter diesem QR-Code steckt eine private Seite, die quasi Nintendo nur für euch dann hergestellt hat. Und auf dieser Seite werdet ihr dann genau die Bilder sehen, die ihr davor ausgewählt hattet. Aber mit viel besserer Qualität, als wenn ihr das zum Beispiel bei Twitter gemacht hättet. Ist schon ganz geil. Ja, und von der Seite, die ihr dann da seht, da könnt ihr euch die Bilder alle nochmal angucken. Und die, die ihr dann wirklich herunterladen wollt, einfach runterladen, indem ihr länger gedrückt haltet auf das Bild. Ganz normal halt. Und vielleicht auch noch ganz cool, ich habe beim japanischen Nintendo Twitter-Account nämlich eine Seite gesehen, die haben da so eine Seite vorgestellt, wo man sich personalisierte Animal Crossing-Grußkarten herstellen kann. Dazu müsst ihr einfach nur auf deren Seite gehen, dann habt ihr da einige Rahmen zur Auswahl, die irgendwie echt knuffig sind, wie ich finde. Und um euer Bild jetzt da reinzuladen, müsst ihr einfach nur ganz unten auf diesen gelben Knopf gehen und euer gewünschtes Bild auswählen. Dann das noch passend in den Rahmen einfügen und voila! Ihr habt eine eigene Grußkarte, die ihr dann an Freunde, Familie, Bekannte, eurem Hund oder eurer Katze oder wen auch immer zeigen könnt. Ist das nicht super toll? Den Link für die Seite packe ich natürlich in die Videobeschreibung. Und ja, finde ich eigentlich ganz cool. Vor allem für mich als Content Creator ist das halt wichtig. Ich habe das bisher auch immer so gemacht, dass ich dann halt einen Screenshot für das Thumbnail brauchte. Und dann muss ich das aber erst irgendwo hochladen, wo dann die Qualität schlechter ist. Und auf diesem Wege sollte das in Zukunft hoffentlich ein bisschen hochqualitativer sein. Freut mich auf jeden Fall, dass Nintendo so ein Update rausgebracht hat. Ich hoffe, einigen von euch hilft das vielleicht auch. Wenn ja, dann lasst ein Like da, Leute. Und dann war es das auch schon mit diesem kurzen Infovideo. Ich werde mal sagen, ob ihr das nutzen werdet oder vielleicht sogar eure Bilder posten, eure Grußkarten. Könnt ihr einfach mal auf dem Discord posten, wenn ihr da drauf Bock habt. Link dazu auch in der Videobeschreibung. Aber ja, das war's dann. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.